Herzlich willkommen zum Finanzmarktausblick für den Juli 2018. Es ist offensichtlich das erste Halbjahr vorbei. Das heisst, es geht darum, dass wir uns ein bisschen einen Überblick verschaffen, was passiert ist im ersten Halbjahr der Finanzmarkt. Wenn wir das können, dann wissen wir auch, auf was wir uns fokussieren müssen im zweiten Halbjahr 2018. Ich möchte anfangen mit der Aussage, dass offensichtlich die politischen Spannungen und das politische Umfeld und die Unsicherheit rund um den Wirtschaftskrieg und der Handelskrieg zwischen den USA und dem Rest der Welt dazu geführt haben, dass eine gewisse latente Unsicherheit vorhanden ist. Die Nervosität haben die Finanzmärkte selbstverständlich aufgenommen und das hat dazu geführt, dass die ein oder andere Aktie sehr stark in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Die Volatilität an den Finanzmärkten ist sehr stark angestiegen und insbesondere die SMI-Titel, die grossen SMI-Titel, die sind zum Teil stark unter Druck gekommen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt irgendwie -8%. Die Frage ist jetzt, wie wollen wir mit dem umgehen? Und dort dann einfach der Hinweis, dass wir am liebsten einen Schritt zurück machen tun, versuchen, die realen, die grundlegenden Tatsachen anzuschauen, wohl wissend, dass wenn es zu einem wirklich grossen Handelskrieg kommen würde, dass man das nochmal anschauen müsste. Die Tatsache ist jetzt aber eben auch, dass die Unternehmenszahlen, die Profit in der Zwischenzeit eigentlich so gut sind, wie sie in der jüngsten Vergangenheit nie gesehen sind. Und das gilt nicht nur für die Schweiz, das gilt im gleichen Ausmaß eben auch für Europa, Japan, aber auch die USA. Wir glauben, dass zu dem Zeitpunkt jetzt irgendwie wenig Wachstum braucht oder unterproportional wenig Wachstum braucht, dass man letztendlich die Gewinne in positiven Aktienrenditen ummünzen kann. Und das gilt insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass die ein oder andere Aktie ziemlich arg korrigiert hat, zum Teil sogar die Hälfte von ihrem Wert verloren haben. Wenn man das in Bezug setzt zu den Profit, dann gibt das eigentlich ganz ordentliche Kennzahlen. Und bei diesen Kennzahlen gibt es dann auch durchaus wieder die Möglichkeit, in einen oder anderen Titel zu investieren. Tatsache ist jetzt eben auch, und das ist die zweite wesentliche Tatsache, dass Zinsen aufgrund von dieser Unsicherheit nicht haben ansteigen. Sie bleiben nach wie vor eher tief, insbesondere wenn es um die sicheren Anlagen wie Staatsanleihen geht. Auf der anderen Seite stellen wir fest, dass die Inflation aufgrund von der guten Wirtschaftskraft eigentlich beständig am Steigen ist. Zuletzt ist für den Monat Juni in der Schweiz eine Inflationsrate von plus 1,1 veröffentlicht worden. Also das sind eigentlich relativ hohe Zahlen im historischen Vergleich und insbesondere hohe Zahlen, wenn man es mit diesen Nullzinsen vergleichen tut auf Staatsanleihen. Das heisst, das ist ein sensationelles Umfeld für Leute, die sich verschulden müssen. Es ist nicht so ein gutes Umfeld für Leute, die investieren müssen. Und wir sind vor dem Hintergrund weiterhin untergewichtet in Obligationen und in der Tendenz übergewichtet an den Aktienmärkten. Wenn wir jetzt allerdings an den Aktienmärkten investieren tun, dann stellen wir fest, dass die gesamten Index seit Anfangs von dem Jahr halt schon nicht so richtig gut gelaufen sind. Vor allem, wie gesagt, der SMI, der stark unter die Räder gekommen ist. Es ist uns in dem Sinn ein grosser Anspruch und wirklich etwas, ein wichtiges Anliegen, dass wir breit diversifizieren mit unseren Anlagen. Breit diversifizieren heisst über verschiedene Märkte. Breit diversifizieren heisst selbstverständlich über viele Titel. Breit diversifizieren heisst aber auch über verschiedene Sektoren. Wir sind im gegenwärtigen Zeitpunkt nicht übergewichtet in einem spezifischen Sektor. Natürlich glauben wir, dass Technologie mittel- bis langfristig der Sektor ist, der am besten laufen wird. Aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind wir mehr oder weniger breit abgesichert. Das ist so, wie wir glauben, dass wir die zukünftigen Stürme, die Gewitter, Sommergewitter, was allenfalls gehen könnte an den Finanzmärkten, gut überstehen, indem wir eben breit investiert bleiben, auf der einen Seite und auf der anderen Seite tendenziell untergewichtet mit festverzinslichen Anlagen. Zu guter Letzt noch etwas in eigener Sache. Aufgrund von der dynamischen Entwicklung des HBL Asset Management in der jüngsten Vergangenheit haben wir die Möglichkeit bekommen, dass wir letztendlich einen eigenen Internetauftritt generiert haben. Das ist www.hblasset.ch. Das ist in unseren Augen ein ziemlich gelungener Auftritt. Also wir haben Freude daran. Überzeugt euch selber, schaut selber rein und kommt mit einer eigenen Meinung. Das war es. Ich wünsche euch eine gute Zeit, vor allem eine gute Ferienzeit. Und wir sehen uns wieder in rund einem Monat. Adi miteinander.